Ihr habt ja gesehen, ich war ja am Gießen. Ja? Habt ihr ja gesehen. So, der Hammer ist, wenn wir jetzt mal darüber gucken, da liegt schon ein, hinten da um Rasen, da liegt schon der fertige Straßenabschnitt, der da hinten hingehört. Aber wir waren ja am Gießen, also genau, Gießen wir jetzt mal. Gießen. Warum? Bleibt da stehen, ich komme da hin. Okay. Im Kran. Dem Kran. Dann Drake. Im Kran, warte, ich komm da hin. Warte, ich komme mal runter da. Runter. So, so. Gucken. Warte. Wir machen die Brücke fertig. Wir machen die fertig. So, kannst zurück. Du zurück? Stück zurück. Ja. Ja, gut. Und jetzt ein bisschen gerade machen an oder angerade. Gut. Lass und jetzt lass laufen. Ach nee, muss ich ja machen, dies machen. So. Na, denk dran, ne, du musst gleich von dem Auflieger mit der Erde musst du dann auch mal die Stützen hoch, ne? Aber die Erde weiß gar nicht, wofür wir die brauchen. Ja, das weiß ich allerdings auch nicht. Steht hier doch. Sag's. 40. Wir brauchen nicht so voll, oder? 50. Mach mal Stopp. Okay. Dreh ich wieder den Weg hier? Nee, du. Ja, fahr vor einfach. Das sind 90%. Lass mal mit hin, ne? Da komme ich ja erstmal mit hin. Fährst du vor, danke. Das ist ein zehnfaches Weg. Also, du hast da. Schwenkels. Aber da geht eine ganze Menge rein, ja, muss ich sagen. Ich hätte damit nicht gerechnet. So, jetzt machen wir den ganzen Schlabber hier. Den ganzen Schlabber. Und jetzt werde ich mal wieder ein bisschen gießen, mal ein bisschen runterlassen, damit dann alles da in die Rotze reinläuft. Da, da kommt eine Menge. Also, wollen wir runterhüpfen? In the Raum? What? Was für ein Raum? Ja, ja, yes, okay. yes. Okay, ich lasse jetzt, ich fülle. Passt eine Menge rein in den Schrott hier. Ey. So, da bist du. Nee, falsch rum. Hab dich gehüpft. Dahin. Yes, sehr schön. Was bist du, sonst macht alles wieder zu bei dir. Das ist nicht gut. Oh, alles okay. Gut, alles gut, alles gut. Ich weiß nicht. Guckt euch das an, was das für eine Menge, was da für eine Menge reingeht. Guckt euch mal, das muss aufgefüllt werden. Hast du das schon gemacht? Das wissen die Zuschauer doch. Ja. So, ja. Oder? Ich weiß es nicht. Weil wir waren doch gestern leicht müde, muss man ganz ehrlich sagen. Herr Hoxton. Wir können auch mal ganz ehrlich zugeben, wann. Ein bisschen weniger Marille zu sich nehmen. So geht das nicht mit Ihnen weiter. Also, ich glaube, der Herr Willem hat Sie da ein bisschen. Ja. Machen Sie mal roundabout hier. Ach so, nee, der ist ja so genau, ne? Müssen Sie ja so genau verfüllen. Nee, wollen Sie eigentlich von mir? Ja, ich muss das doch hier machen. Ich habe gestern die Erde geholt und da haben Sie ja gefüllt. Und in der Zeit habe ich ja mal locker die Erde gefüllt, geholt. Warum jetzt natürlich da die fertige gegossene Platte liegt, das wissen wir allerdings auch nicht. Aber das hat wohl mit dem Spielabsturz. Die ist gehüpft. Die hat sich dann irgendwie verabschiedet. Hatten wir nicht gestern auch zwei Bereiche? Ja, wir hatten zwei Gießdinger da. Ich weiß jetzt nicht, warum hier nur eine liegt. Sobald du die eingesetzt hast, wird wieder neu. Ich habe auch erst gedacht, weil der LKW da im Weg steht. Können wir mal gucken. Aber ich kann's nicht sagen. Fahr den LKW mal hier weg. Ich weiß jetzt nicht, woran das. Fahr hier alle LKWs mal eben weg. Schau mal. Um die Bäumchen. Um die Bäume. Wow. Tischchen die Kiste. Wenn die Chefin immer wow macht, dann ist das immer gefährlich. Für alle Beteiligten. Oh yeah. Was sagen Sie denn zu unserem Vorarbeiter? Der Harpe. Der steht ja nur an der Dönerbude da. Ja. Der macht da nichts anderes. Schlimm, oder?
Was soll ich mit solchen Leuten, ey? Ganz schlimm. Oh, ich fahr mal. Ach, die Stützfüße hatten sie ja sogar gesagt. Boah, sieht aber gut aus, was sie da machen. So. Oh, ich habe nur noch 23,6 Kubikmeter Erde da drin. Die Erde hat... Ja, wir brauchen ja nur 20. Ach ja, ich hatte ja Stopp gemacht, genau. Das hat eine Matsche hier. So, fahren wir den mal so, ne? So, wir gucken uns das mal an, Leute. Was der Hoxton hier gerade treibt. Oh, das sieht gut aus. Ja, noch ein bisschen weiter links. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, shit. Jetzt machen wir das auch zu, ja, noch. Wenn dann richtig. So, das haben wir jetzt schon mal aufgefüllt. Dann müsste hier die Platte ja gleich auffällig sein. So, jetzt schieben wir den ein bisschen nach vorne. Ich bin mal ganz kurz weg. Ich bleibe aber hier stehen, ja? Ich habe ja, gerade was wegen der Bewerbung gehört. Ich guck mal eben. Ja, 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 machen Sie mal. So, dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ah, das ist noch lange nicht. So, mal stopp, zurück. Okay, die erste Fahrbahnplatte haben wir. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir die hinschwenken müssen. Oh. Zieh den auch mal ein bisschen höher. Okay, da hinten. So, ja, aber ich kann da im Moment keinen erreichen. Komisch. Ja. Sollte. Ich mache mir gerade ein bisschen Gedanken. Weil, wenn sie mal so gucken, wird hier was angezeigt, was ich nicht verstehen kann. Wird was angezeigt? Ja, hier zum Beispiel auf dem Brückensegment. Auf der Brücke eigentlich wird was angezeigt. Ja. Sehen Sie das Gelbe? Ja, davor fehlt aber noch was. Vielleicht fällt die auch vom Himmel. Ja, wer weiß. Wenn es fertig ist, ist es fertig. Ich habe ja jetzt erstmal das eine Teil genommen. Kann also sein, dass ich gleich nochmal einen kurzen Anruf krieg. Mal gucken. Ja, ja. Es wurde gebeten, dass ich jemanden zurückrufe. Da müssen wir mal eben... abwarten, ne? Ich guck mir das, wir gucken uns das mal an, was der Hoxton hier gerade macht. Der Hoxton versucht gerade das Brückensegment einzusetzen. Meine Nummer 1. Wenn ihr das übrigens sehen wollt, wie Herr Hoxton das von oben, ne?
dann müsst ihr bei ihm dann auf den Kanal gucken. Da seht ihr dann seine Sichtweise. Er hat dann seine eigene Aufnahme laufen. Nochmal zur Info, wer es nicht weiß. Ja. Und wer sehen möchte, wie das aus der Chefin ihrer Positionslampe. Positionslampe, hören Sie mal auf. Aussieht, der muss dann eben halt auf ihrem Kanal mal schauen. So, ich guck mal, ich lass mal langsam ab. Oh, da bin ich, glaube ich, ein bisschen zurück. Oh, nicht drehen, no. Oh, okay. Okay. Hieße die vorbereiteten Elemente. Ach, jetzt haben wir zwei, gucken Sie mal. Jetzt haben wir zwei. Ich gieße jetzt erst, bevor ich die anlege, Weil, wie gesagt, ich glaube, das hat damit zu tun, weil wir hatten, wie gesagt, einen Spielabsturz gestern. Und da kann das schon sein, dass das da eventuell sich ein bisschen... Gebackelt hat. Verkackisiert hat. Also Sie wollen jetzt nicht das Ding hier einsetzen? Ja, doch, ich nehme das jetzt noch, weil wir müssen zwei Dinger gießen wieder. Und ich setze das eine jetzt, aber das ist doof, wenn ich das jetzt einsetze, dann kommt nämlich da hinten hin. Ich gieße das andere erstmal. Okay. Wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Ich bin ein bisschen zu hoch, glaube ich. Ein bisschen rechts. Stopp. Runter. Bisschen weiter nach vorne. Ausfahren. Ja. Bisschen höher. Hauen Sie die Chefin nicht um? Nee, doch. Gucken uns das hier an, wie der Hoxton gießt. Bitte mich eingießen und ich versuche nochmal eben den Anruf zu machen. Ja, rufen Sie mal. Okay. Ein bisschen runter. Und go. Schauen wir uns mal wieder von der Seite aus an. Jetzt auch noch ein bisschen Schlammi rein. Wir gießen. Ein bisschen näher, damit wir was sehen, ne? Ich ziehe mal ein bisschen höher. Ein bisschen vor. Bisschen zurück. Zurück. Sieht interessant aus. Aber ihr habt es ja gestern schon zum Teil gesehen. Okay. Nee, andersrum. Bisschen vor, so. Bisschen vor, genau. Ja. Komisch. Egal, wir gießen mal. Gießen mal weiter. In Not weiß man ja auch, wo man uns finden kann, ne? Ja. Ich schlabber hier gerade ein bisschen rum. Ich sehe das, Herr Hoxton. Kann ich denn schon mal irgendwelche Arbeiten machen? Ich weiß es nicht. Ich, im Moment wird erstmal gegossen. Mal sehen, was als nächstes ansteht. Da haben wir sogar die reale Zeit. Gieße. Transportiere vom Kieswerk in den markierten Bereich und lade sie dort ab. Ja, sonst haben wir alles. Ja, das wird wahrscheinlich erst genau. Muss ich ja gießen hier, ne? Also ich denke mal, dass ich erst die Fahrbahn und dann musst du glaube ich, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt laufen soll gleich. Mit der Erde, weil da steige ich irgendwie nicht so richtig. Guck mal hier, was wir an Aufträgen haben. Was wir mit 20 Kubik Erde machen sollen. Wir haben wohl auf der Autobahn wohl keine Blümchen pflanzen, schätze ich. Aber ist ja keine Autobahn. Eine Straße, ne? Keine Ahnung, was das wird. Ist ja nun eine Brücke, ne?
So, jetzt schlabbern wir hier ein bisschen rum. Wir machen jetzt einfach mal so. Genau. So. Einfach mal so schlabberlabber. Genau. Ja, und sobald wir einen Radlader hätten, könnten wir einen Architektenauftrag machen, nämlich ein Erdlager leeren. Das ist das, was ich meine. Da brauchen wir wahrscheinlich auch einen LKW. Ja, einen Muldenkipper. Ja, den haben wir ja. Und das sind dann so Sachen, die dann noch dazukommen. Ja, das gibt 750.000. Das ist natürlich dann auch nicht schlecht. Das ist natürlich nicht gerade wenig, aber da ist auch mal eben schnell gemacht. Das weiß ich nicht. Ich kann ja noch mal gucken, wie viel Arbeitsschritte das wären. Arbeitsschritte? Das sind Architektenaufträge. Das sind zwei. Zwei Arbeitsschritte, 750.000. Ja, das... Das kann man doch mal locker machen. Es sei denn, man muss natürlich da irgendeinen Bereich leer machen. Das lange dauert. Das Lager leer machen. Ja, ich meine, in so einem Dings geht ja eine Menge rein. Radlader? Ne? So ein Radlader, da passt ja. Das ist ja eigentlich nicht gerade wenig. Okay. Ja, mich wundert das. Wurde jemand. Ich glaube, das ist vom Stadtrat der Sohn. Der hatte mich angerufen. Ja, der. Wollte mir da irgendwas zukommen lassen. Keine Ahnung. Aber. Wahrscheinlich wieder auf Hopfenweide. Schon wieder. Springbok ist wieder am Springen oder so. Ich weiß nicht. Ah. Okay. Fertig. So, setze die eine an die richtige Position. Dahinter muss Position. Ich verstehe nicht, ja. Aber egal. Ja. Ich mach mal hier rüber. Setz das mal wieder ab. Wahnsinn. Kommen Sie runter, 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 runter. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, langsam, 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 langsam. Ja, ja, sehr schön. Und jetzt schnappen wir uns mal so ein Teilchen. Oje, oje, jetzt bin ich geschnappt. Machen wir Schnappi machen hier. Jetzt machen wir einen Schnappi. Das ist Schnappi, das kleine Krokodil. Na, Schnappi. Schnappi. Langsam, so, vorsichtig. Jawohl. Und Schwenki, oh, Schwenki. Weg unter Schwenki. Oh, jetzt guckt euch das an. Ja, den Lehrgang haben sie aber nicht richtig bestanden mit dem Mobilkran. Sie wissen, ne, der muss immer auf kürzesten Weg, nicht auf so einen langen Weg, ne? Das wissen sie, ne? Ja, immer sehr senkrecht halten und ziemlich nah über dem Boden, ne? Weil, ne, sie wissen schon. Winde und so und überhaupt. Herr Hoxen, ich habe das von der Pike auf gelernt bei meinem Vater. Ja, aber nicht mit Mobilkran. Doch, auch mit Mobilkran früher. Labern Sie nicht rum, das stimmt nicht. Damals gab es noch keine Mobilkräne. Also ich würde mal nicht. Da standen sechs Leute und die hatten ein Kabel in der Hand. Die hatten alle eine Schippe in der Hand. Und dann haben die mir das. Ja, und da wurde dann mit dem Kran, wurde ein Kran simuliert. Ja. Deshalb immer schön tief halten, wenn es mal runterfällt, dass es auch noch vielleicht Überlebenschancen hat. Also, Sie wissen schon, wie ich das mache. Genau, bin ich mal gespannt, ob die vordere dann direkt angezeigt wird. Ich hoffe. Ich hoffe. Ja. Zack. Tja, ich glaube, das war wohl nichts, ne? Da fehlt ein Stückchen. Naja, wir schauen mal. Die Angel kommt ja da hinten hin. Ich bin mal gespannt. Dann ist es halt jetzt mal eine außergewöhnliche Spezialfolge bei der Rocklady und bei dem Herrn Hoxton. Ja, das ist so eine Sammelfolge. So Fehler, die es eigentlich nicht geben darf. Sie gucken jetzt mal, dass ich da richtig so wie Sie das möchten, ne? Immer flach über dem Boden und so. Dass ich das da richtig einhake jetzt. Gut an. Sie weisen mich jetzt ein. Ja, kommen Sie. Die sind dafür zuständig, dass der Haken da auch hinkommt, wo er hin soll. Ja. Aber ich würde sagen. Das war wohl nichts, ne, Fräulein? Haben Sie mich mal wieder verarscht, ne? Das sehen die Zuschauer dann in der nächsten Folge. Ja, das denke ich auch mal. Also, ciao. Macht's gut, bis dann. Tschüss.